So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Build TTT und heute werde ich mich mal um das Rathaus hier kümmern. Ihr seht schon, ich habe es ein bisschen verschoben, ich habe die Textur ein bisschen geändert und jetzt werde ich mich darum kümmern, dass das Ganze auch irgendwie noch wie ein Gebäude aussieht. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und dann bis später.
Wieder in Garry's Mod und dann gucken wir doch gleich mal, wie die Map so ausschaut. Einen Moment. So, und dann sind wir auch schon bereit. So, zunächst mal habt ihr gesehen, ich habe das Rathaus von hier vorne nach da hinten verschoben, ganz einfach wegen dem Lichteinfall, weil die schönen Glasscheiben ja auch ein bisschen Licht ins Innere lassen sollen. Großartig gibt es eigentlich nicht was zum Rathaus zu sagen. Ich habe es vollgepackt mit Fenstern, habe es so hell wie möglich gemacht. Ich habe diese Fenster hier vorne sogar zerbrechbar gemacht. Die zwei da oben auch noch. Der Rest ist allerdings, wie ihr gleich bemerken werdet, fest. Wie ihr vielleicht auch bemerkt, habe ich nochmal die Textur des Hauses geändert. Ganz einfach, damit das mit den Übergängen wieder stimmt. Und auch ansonsten habe ich noch die Türfarbe, also die Türtextur geändert. Ich habe diese Türen hier so eingestellt, dass sie zusammen aufgehen, also dass man nur einmal E drücken muss. Genauso die Treppenhaustüren gehen auch zusammen auf jeweils. Zum Thema Treppenhaus habe ich geplant, dass ich in ein Treppenhaus einen Aufzug baue, der nach oben fährt, und in das andere Treppenhaus dementsprechend eine Treppe, die nach oben führt. So, was ich sonst noch sagen wollte, ist nichts mehr zur Map, sondern zu dem Let's Build an sich. Ihr habt ja vielleicht gemerkt, dass die letzten zwei Tage nichts kam. Und es wird sich auch in den nächsten paar Wochen so fortsetzen, dass nicht regelmäßig ein Let's Build kommen wird. Ganz einfach, weil ich im Moment Prüfungen, Studienprüfungen habe und deshalb wieder ein bisschen mehr beschäftigt bin. Trotzdem werde ich natürlich versuchen, so regelmäßig wie möglich ein Let's Build zu bringen. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen, was auch immer habt, dann meldet euch in den Kommentaren und dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss!